Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind am Start, nächste Episode, und heute geht es gegen Swansea City im Liberty Stadium und gegen Manchester United im Old Trafford. Das heißt, zwei Auswärtsspiele, die alles andere als einfach werden. Wir wollen natürlich das erste Tor schießen, den ersten Sieg der Saison holen, und dazu soll uns, beziehungsweise dabei soll uns Alexandre Pato helfen. Den verpflichten wir jetzt tatsächlich fest von Sao Paulo. 14,5 Millionen hat er uns gekostet, aber ich denke mal, der ist es auch wert. Ist ein richtig starker Sturm mit viel Potenzial, und ich hoffe, dass er das bei uns abrufen kann, nachdem er ja zunächst einmal in Europa gescheitert ist. In Realität wollte er auch nicht zurück zu Manchester United, beziehungsweise zu Manchester United, weil er meint, dass seine Reputation in Europa zerstört ist. Aber gut, ich hoffe, wir sehen ihn irgendwann nochmal in Realität in Europa. Jetzt erstmal ist mein Karrieremodus bei uns. Ab der nächsten Episode übrigens werde ich das Ganze wieder live kommentieren, also das hier innerhalb des beispielsweise Büros, beziehungsweise außerhalb der Spieler. Das habt ihr euch gewünscht, das werde ich auch machen. Wenn es euch übrigens gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, die Episode erreicht wieder so um die 700 Likes. Das wäre richtig, richtig geil. Würde ich mir extrem drüber freuen. Und eine weitere Sache noch, ich werde in Zukunft die Kommentatoren bei den Spielen ausschalten. Ich vergesse es immer wieder, aber nächstes Mal werde ich euch versprechen, beziehungsweise verspreche ich euch, sind die Kommentatoren Wolf Fuß und Manni Buschmann. Manni Buschmann vor allem. Alles klar, Frank Buschmann nicht mehr mit von der Partie. Wir haben noch ein paar Nachrichten, was den Kollegen Pogba angeht. Wir haben ja für Florentin Pogba geboten. Allerdings sind wir ja quasi überboten worden. Mit 6,5 Millionen haben selber 6,15 geboten. Allerdings, zum zweiten Mal jetzt, haben wir bereits die Akzeptanz quasi von Saint-Étienne und müssen dementsprechend nur noch den Vertrag anbieten. Das heißt, wenn er akzeptiert, dann wechselt er zu uns, und genau das wollen wir natürlich. Und ich kann schon mal sagen, wir werden auch erfolgreich sein. Seht ihr hier, 75er Rating, Florentin Pogba ist unser neuer Superstar, beziehungsweise Superstar, zumindest vom Namen her ein Superstar, und vom Potenzial und von der Leistung, da müssen wir das Ganze sehen. Besser als Coloccini kann er eigentlich nur sein. Von daher freue ich mich auf jeden Fall auf seine Leistung. Emre Can, für den ist ein bisschen bitter, weil er war ja als Innenverteidiger geplant. Jetzt wird er davon Pogba ersetzt, aber auf der 6 kann er sich sicherlich eventuell behaupten gegen Tiote, Sissoko, Colback und so weiter und so fort. Das wird seine Aufgabe sein. Er ist nur ein 74er Rating momentan. Dementsprechend werden wir sehen, was da die Zukunft so bringen wird, und gehen jetzt erstmal, ohne ja großartig länger drum zu schnacken, gleich ins erste Spiel gegen eben Swansea City. Pato wird noch nicht in der Startaufstellung stehen, anders als beispielsweise Rolando Ahrens auf der, gar nicht, oder? Steht da drin? Ich glaube nicht, Ahrens steht nicht drin. Sobauer steht drin. Ist ja auch egal. Wir gehen rein ins Spiel. Viel Spaß und bis gleich. Newcastle United zu Gast beim ebenfalls schlecht gestarteten Swansea City Football Club im Liberty Stadium. Die Schwäne mit einem 0-3 gegen Norwich City denkbar schlecht in die Saison reingegangen. Tabellenletzter, und damit empfingen sie Newcastle United. Das Einzige, was denen so wirklich Hoffnung machte, war, dass sie bisher kein einziges Tor geschossen haben. Weder im European International Cup noch im ersten Saisonspiel gegen Southampton waren die Magpies erfolgreich. Trotzdem, viele Fans hatten den Weg mitgefunden nach Wales, und auf der einen Seite gab es Debüts von unter anderem Eder oder auch auf der anderen Seite von Florentin Pogba, der eine für 6 Millionen von Braga zu Swansea, der andere für 6,15 Millionen von Saint-Étienne zu Newcastle United gewechselt. Und er stand direkt in der Startelf für Coloccini. Nur auf der Bank Alexandre Pato, der Brasilianer, Favorit von Sao Paulo für 14,5 Millionen. Mitrovic stand zunächst einmal in der Startaufstellung und sollte für Torgefahr vor dem Kasten von Swansea City sorgen. Ob das Ganze klappen sollte, mal sehen. Aber auf der Bank hatte man ja mit Ayoze Paris und eben genanntem Alexandre Pato auf jeden Fall Alternativen. Wir starten rein in die Partie, und es ging gleich mal richtig gut los für Newcastle United. Die spielten ordentlich nach vorne. Massio Haidara hier, der setzt sich da klasse durch. Guter Ball auf TOT, der nach außen auf Giorgino Wijnaldum, der klasse gegen Amat im 16 am 5-Meter-Raum. Und im letzten Moment ist dann auch ein Bein dazwischen. Dementsprechend weiterhin 0-0 und Glück für Swansea in der Anfangsphase. Newcastle trotzdem das bessere Team, spielte richtig gut nach vorne, ließ hinten wenig zu und kam über Wijnaldum zur nächsten Chance. Schöner Ball hier auf Florin Thauvin, und der kommt nicht mehr ganz ran und macht die Grätsche, beziehungsweise das lange Bein fährt da aus und foult damit Muslera, den Neuzugang von Galatasaray Istanbul, und kriegt folgerichtig die gelbe Karte vom Schiedsrichter aufs Auge gedrückt. Nach knapp 30 Minuten war das die richtige Entscheidung, denn so darf man in diesen Zweikampf beziehungsweise in diesen Fight um den Ball auf keinen Fall reingehen, das weiß der Franzose aber auch selber. Swansea kam dann nach knapp 35 Minuten erstmals nach vorne über den starken Jefferson Montero, aber dass das hier die gefährlichste Aktion in der ersten Halbzeit war, sagt einiges über die Offensive von Swansea aus, die war quasi nicht existent, und Newcastle machte das deutlich besser, versucht auch hier zu kontern, der verpuffte allerdings, und einer hing besonders in der Luft, und das war der bereits angesprochene Mitrovic. Der hatte bisher noch nicht getroffen, weder in der Vorbereitung noch gegen Southampton, und war auch heute noch nicht sonderlich gut mit von der Partie. Dementsprechend sollte in der Halbzeit was passieren. Alexandre Pato machte sich bereits vor der Halbzeit intensiver warm, und dann war halt der Halbzeitpfiff irgendwann gekommen, sehen wir hier, und es wurde Zeit für den ersten Premier League Einsatz, den ersten Einsatz auf der Insel für den brasilianischen Topstürmer, ehemals beim AC Mailand unter anderem, mittlerweile ja nicht mehr ganz so der große Name, aber er kann natürlich einiges, und das wollte er heute beweisen. Eder konnte sich bisher auch noch überhaupt nicht in Szene
Quarantäne setzen. Aber vielleicht ja im zweiten Durchgang zunächst einmal der Wechsel. Gerade angesprochen, Alexander Pato für Alexander Mitrovic. Die beiden Alexis, ja, wechseln sich quasi, beziehungsweise tauschen quasi. Und Pato fand sich gleich richtig gut an. Der Premier League ist eine kampfbetonte Liga. Normalerweise sind sie das in Brasilien nicht so extrem gewöhnt. Allerdings zeigt er gleich mal, er will angreifen und er will was bewegen in Newcastle. Hier direkt nach dem Anstoß mit einem wunderbaren Sprint und der Balleroberung in der eigenen Hälfte gegen Jonjo Shelvey. Richtig schön gemacht. Und es ging dann weiter mit einem Foul im Mittelfeld durch Jung, der ein Südkoreaner fault hier Musa Sissoko. Geht folgerichtig den Freischuss und die gelbe Karte. Und daraus könnte was entstehen. Alexandre Patos Debüt hatte gut begonnen. Es konnte allerdings noch besser werden. Und es sollte tatsächlich noch erfolgreicher werden. Der Freistoß von Daryl Yanmart auf Wilfried Zaha. Dann kriegt Sissoko den Ball. Niemand achtet mehr auf Zaha. Der hat ganz viel Platz auf rechts außen. Die Flanke in die Mitte. Und da ist Alexandre Pato 1-0. 54. Minute. Der Führungstreffer für Newcastle United. Quasi aus dem Nichts. Die Führung durch den Brasilianer. Erstes Premier League Spiel und gleich das erste Tor für seinen neuen Arbeitgeber und auch das erste Saisontor für die Magpies. Wunderbare Flanke von Neuzugang Zaha und der andere Neuzugang. Und das ist eben Alexandre Pato. Köpft da ein. Keine Chance für Muslera. Wunderbar wuchtig in die, ja, quasi Torwart-Ecke, beziehungsweise die entgegengelaufte Richtung des Keepers. Und dementsprechend stand es 1-0. Newcastle machte weiter. Hat jetzt plötzlich viel Raum. Das ist Zaha. Macht das klasse im 16er und wird abgeblockt. Das wäre ebenfalls eine richtig gefährliche Situation gewesen. Aber Matt ist da gerade noch so dazwischen. Sehen wir hier in der Wiederholung. Da fährt er das lange Bein aus und verhindert eventuell das 0-2. Trotzdem kam von Swansea absolut diesmal nur noch Newcastle in der Offensive. Yanmart hier mit einer wunderbaren Aktion. Die Flanke allerdings abgewehrt. Es gab trotzdem den Eckball und auch nach Eckbällen können sie theoretisch sehr gefährlich sein, unter anderem mit Chancel Mbemba oder eben dem neuen Florentin Pogba. Und den haben wir hier direkt mal mit einem Kopfball. Es geht dann nicht aufs Tor und dementsprechend steht es weiter 0-1 aus Sicht der Schwäne, die aber nicht mehr wirklich nach vorne kamen. 87. Minute nochmal Newcastle in der Offensive. Alexandre Pato macht das da außen klasse. Spielt auf Emre Can, mittlerweile eingewechselt der deutsche U21-Nationalspieler. Nochmal Pato, nochmal auf Sissoko, der auf, ja, da vorne auf Zaha, der nochmal auf Sissoko, der versucht es aus der Distanz, das kann er ja, aber kein Problem für Muslera. Es war trotzdem die letzte Aktion der Partie. Newcastle United gewinnt das zweite Spiel der Saison mit 1-0 auswärts im Liberty Stadium in Wales gegen Swansea City. Die, ja, Schwäne müssen sich auf jeden Fall um einiges steigern, wenn sie in den nächsten Wochen erfolgreichen Fußball spielen wollen. Offensiv war das heute überhaupt nicht. Defensiv über die gesamte Spieldauer zu schwach und dementsprechend ein versiehter Sieg für Newcastle, die dank ihres, ja, quasi Neuzugangs Alexandre Pato hier zu den ersten drei Punkten kommt. Swansea bleibt also am Tabellenende und Newcastle erholt sich ein bisschen. Die nächsten Spiele werden wieder sehr, sehr schwierig, genauso wie die ersten beiden Saisonspiele. Zunächst einmal geht's ins Old Trafford, das heißt nach Manchester, da, wo Alexandre Pato ein Angebot ausgeschlagen hatte. Für ihn also ein besonderes Spiel. Wir werden sehen, wie er sich macht. Newcastle gewinnt gegen Swansea City mit 1-0 durch das Tor des Neuzugangs. So, damit haben wir das abgeschlossen. Das war an sich eine sehr gute Partie, auf jeden Fall auch ein guter Einstand von Alex Pato. Bin ein bisschen begeistert davon, dass der mit dem Kopfballtor getroffen hätte. Das hätte ich nämlich auf keinen Fall gedacht. Also er ist an sich ein super Stürmer, keine Frage, hat einen guten Abschluss, ist schnell und so weiter und so fort, dribbelstark, kann auch mal einen Ball vorlegen, aber Kopfbälle stehen normalerweise bei ihm nicht auf der Tagesordnung. Trotzdem hat er das hier klasse gemacht und dementsprechend können wir uns auf die nächsten Spiele mit ihm freuen. Hat Mitrovic natürlich erstmal verdrängt, der hat ja die ersten Spiele überhaupt nichts gerissen. Hat mir bisher auch überhaupt nicht gefallen, aufgrund dessen, dass er einfach viel zu langsam und dribbelschwach ist. Aber Pato hat mal gezeigt, was er kann und dementsprechend kriegt er als Belohnung quasi auch gleich mal die Chancenerarbeitung als Training, dementsprechend soll er sich weiter steigern. Ebenfalls wollen wir ein bisschen trainieren mit Thauvin und dann noch mit drei Defensivspielern und zwar mit Mbemba, mit natürlich auch unserem Neuzugang Florentin Pogba und noch des Weiteren mit Emre Can, den wir hier sehen. Machen wir mit Can überhaupt oder wir machen mit Pogba? Mit irgendwie machen wir nicht. Ich weiß gar nicht, mit wem wir nicht machen. Kann auch sein, dass wir nicht mit Mbemba machen, sondern nur mit oder nicht mit Pogba. Ich gucke mal nach, was passiert da. Was passiert da? Machen wir es mit Pogba? Nee, mit Mbemba. Okay, Pogba trainiert also nicht. Nur Mbemba und Can und Daryl Yanmart. Den wollen wir nämlich unbedingt aufs nächste Rating bekommen. Ist sogar noch ein vielversprechender Spieler, trotz seines Alters. Und dementsprechend könnte da natürlich einiges gehen. Ihr habt gesagt, ihr wollt ganz gerne das Training sehen. Ihr wundert euch eventuell. Ich habe gesagt, ich schneide es raus. Aber ihr habt gesagt, wir wollen das doch ganz gerne sehen. Ein paar Episoden werde ich das vielleicht mal machen, bis es dann wirklich zu langweilig wird. Allerdings werde ich das Ganze, wie ihr hier seht, zumindest bei diesen langen Übungen auf 250% beschleunigen. Und bei den Übungen wie beispielsweise jetzt Dribbling Parcours, die nicht so lange sind, auf immer 175 oder 150%, damit das Ganze nicht zu lange dauert. Pato an sich ein sehr, sehr guter Stürmer, allerdings in diesen Übungen hier hat er mir nicht so gut gefallen, wie das eventuell hätte möglich sein können. Gerade in meinem 96-Karrieremodus bin ich bei dieser Übung hier extrem erfolgreich, aber das hier ist natürlich absolut überhaupt nichts. Bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Ich kann euch aber sagen, es sollte noch ein bisschen besser werden. Die Keeper in diesem Modus sind übrigens teilweise, also was heißt die Keeper, bei mir meistens Zieler gegen mich, beziehungsweise hier jetzt gerade Tim Krüll, sind unfassbar stark. Beispielsweise sowas halten die normalerweise. Das ist so
so ein bisschen, naja, kritisch. Ich weiß nicht, woran das liegt, wie gut die Torhüter bei diesen Übungen sind. Es kommt mir ein bisschen willkürlich vor. Ab und zu sind sie richtig gut, ab und zu sind sie richtig scheiße. Aber hier waren sie auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Und dementsprechend war es umso schwerer, eine vernünftige Punktzahl zu erreichen. Trotzdem sollen wir es tatsächlich noch schaffen, auf Exzellenz zu kommen. Und zwar in der letzten Sekunde mit dem letzten Schuss. Thauvin ist dann der nächste Tempo-Dribbling. Die Übung wurde beim ersten Mal gefoult. Deswegen der zweite Versuch. Setzt sich klasse durch, schnell genug gegen, ich glaube, es war im Endeffekt Zaha. Und kriegt dementsprechend auch ein A, das heißt die beste Note. Das gleiche gilt auch für Emre Can, der hier erstmal weggetackelt wird. Allerdings verfehlt Wijnaldum da aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen das Tor. Und hier kommt Can auch nicht richtig hin. Aber hier ist er dann da, kriegt 1000 Punkte dafür. Hier die Gerätsche perfekt gesetzt. Und gerade so kommen wir auch hier auf die Note A. Jetzt das gleiche mit Chancel Mbemba. Der setzt sich leider beim ersten Mal richtig gut durch. Beim zweiten Mal ist auch überhaupt kein Problem für ihn. Und das dritte Mal, was soll ich sagen, da verkackt das. Dann normalerweise ist das die einfachste Übung. Aber hier fällt sogar noch ein Tor. Das heißt, die Punktzahl sinkt, aber das dritte Tackling sitzt dann. Und dementsprechend auch bei ihm die Note A. Der letzte ist dann der angesprochene Darry Humbert. Der macht das hier richtig klasse beim ersten, richtig klasse beim zweiten und beim dritten ebenfalls, naja, nicht so gut. Genauso wie gerade eben Chancel Mbemba. Aber beim vierten Versuch soll es dann, glaube ich, im Nachhinein doch noch klappen. Genau hier sehen wir es. Und auch er kriegt dementsprechend die Note A. Also eine richtig gute Sache. Und er steigt zwar noch nicht im Rating, aber wir können auf jeden Fall in den nächsten Episoden davon ausgehen, dass wir ein Upgrade bei Darry Humbert und auch eventuell bei anderen Spielern, wie beispielsweise Mbemba oder Pogba oder auch Emre Can, erreichen werden. Ich glaube, Can ist sogar gerade schon gestiegen und zwar auf 75. Zunächst einmal aber müssen wir noch ein bisschen was ausmisten und zwar Karl Darlow, unser Ersatzkeeper, den würde Nottingham Forest ganz gerne haben, die mittlerweile ein goldenes Logo haben. Allerdings bieten sie mir ein bisschen zu wenig. Ich will zumindest ein bisschen über Marktwert haben. Er sitzt auf der Transferliste, dementsprechend kann ich auch verstehen, dass sie unter Marktwert bieten, weil der sitzt ja nicht umsonst da drauf. Und dementsprechend werden wir auch ein etwas günstigeres Angebot im Nachhinein angeben. Aber das ist auch relativ egal, weil wir kriegen dafür nicht so viel Geld. Den Torwart wollten wir sowieso loswerden und das passt dementsprechend einigermaßen noch mit 1 Million Euro. Mit denen können wir auf jeden Fall einiges anfangen. So, wir haben noch ein paar Scout-Berichte hier, unter anderem aus der Serie A. Kieschnau und Philipp Andersson sind dann die interessantesten Spieler. Aus Deutschland haben wir Abschlussberichte zu Mané und zu Douglas Costa, der natürlich viel zu teuer für uns ist. Allerdings gucken wir uns die trotzdem natürlich ganz gerne und sehen, wie die sich bei ihren Vereinen, bei Borussia Dortmund und im FC Bayern München weiterentwickeln. Nächstes Spiel ist, wie bereits angesprochen, gegen Manchester United im Old Trafford im Theater of Dreams und da wird es auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Wir haben mit Alexandre Pato einen Spieler, der in Realität fast dahin gewechselt wäre. Ihr habt es gerade gehört, ich habe es auch in Karrieremodus mit reingebracht. Das heißt, für ihn ein besonderes Spiel. Mal sehen, wie das so werden wird. Manchester natürlich eine ganz schöne Hausnummer im Vergleich zu uns, auch wenn wir natürlich im Idealfall eventuell sogar mitspielen wollen um Europa. Das hat im ersten Spiel nicht so ausgesehen. Dementsprechend müssen wir auch jetzt ranklotzen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich. Nach dem erfolgreichen Auswärtsspiel bei Swansea City im Liberty Stadium heute nochmal eine etwas größere Hausnummer für Newcastle United im Old Trafford gegen Manchester United. Das zieht doch Dreams erwartete MGT und seine Schützlinge, unter anderem Alexandre Pato, der hatte vor der Saison ein Angebot bekommen von Manchester United, hat das abgeschlagen, hatte gesagt, er will sich nicht beim nächsten Top-Verein wieder seine Reputation versauen und jetzt spielt er bei einem Mittelklasse-Verein in England und hat bereits in seinem ersten Spiel ein Tor geschossen. Heute sollte das genauso weitergehen. Spieler im Fokus bei Manchester United natürlich Wayne Rooney aka Shrek, der stand heute ebenfalls in der Startelf und wollte natürlich gegen die Männer aus dem Nordosten Englands erfolgreich sein. Die Nummer 10, der Kapitän ebenfalls von Manchester United, sollte seine Männer auf den Platz führen und zwar folgende Aufstellung, weil der ist Damian, Smalling, Jones und Shaw in der Verteidigung, davor dann Schneiderlin und Daley Blind, Antonio Valencia und Memphis Depay auf den Außen und dann Nick Powell hinter Wayne Rooney. Ein bisschen überraschend, dass Anthony Martial nicht in der Startelf stand, genauso wenig wie David De Gea. Nicht überraschend war auf der anderen Seite Alexandre Pato, der für Alexander Mitrovic in die Startelf rückte. Krüll im Tor davor, Jan-Martin Bemba, Pogba und Massio Haidara auf der 6, Sissoko und Can, Zaha, Aarons, Wijnaldum und Pato eben in der Offensive. Das heißt, wir haben hier ganze 6 Neuzugänge in der Startelf von Newcastle United. Das war ganz schön beeindruckend. Allerdings spielten die gegen Swansea ja sehr gut zusammen und so sollte das heute im Idealfall auch funktionieren, wenn es nach dem Matchplan von MGT ging. Er wollte, das hatte er vor dem Spiel angekündigt, aggressiv in die Zweikämpfe gehen und Manchester früh unter Druck setzen. So wäre eventuell es möglich, die Männer aus Manchester, den ja, Rekordmeister Englands, hier zu schlagen. Das Ganze ging allerdings ja, denkbar ungünstig los und der Leitung von Anthony Taylor, dem Schiedsrichter der Partie, und zwar mit dem ersten Angriff von Manchester. Den sehen wir hier über Matteo Damian, der Neuzugang von Turin. Der kriegt den Ball gleich nochmal wieder und setzt sich außen klasse durch gegen Rolando Aarons. Die Flanke kommt, Rooney verlängert nicht, aber der Ball kommt trotzdem irgendwie zu Depay. 1:0, vierte Spielminute. Das war ein Ping-Pong-Tor, aber es war die Führung für den Favoriten. Zu Hause macht 4 Minuten in Führung. Besser kann ein Start eigentlich gar nicht laufen. Gute Flanke von Damian, das Ganze erst abgewehrt, aber irgendwie nochmal in den 16er scharf gemacht.
und dann ist keiner so wirklich bei Depay. Der Mann kommt zu spät gegen seinen Landsmann und es steht 1-0 für Manchester United. Trotzdem versuchte Newcastle zu antworten, machte direkt da weiter, wo sie ja quasi anfangen wollten. Pato hier mit einem schönen Versuch, das Ganze allerdings zunächst mal abgewehrt. Trotzdem, hier sieht man direkt, Druck wurde aufgebaut. Rolando Ahrens gewinnt dann im Mittelfeld das Kopfballduell. Der Ball auf Chancel Mbemba. Nochmal nach vorne auf Pato, Wijnaldum. Dann setzt sich klasse durch. Der Ball auf Rolando Ahrens außen und der mit der Flanke in die Mitte. Und da ist Pato. Ball abgewehrt, aber das Wijnaldum 1-1. Denken alle, aber das Ganze abgepfiffen nach 18 gespielten Minuten. Keiner weiß so wirklich warum, aber es war wohl ein Foul von Pato am gegnerischen Torwart Victor Valdes. Keiner hatte wirklich das Foul gesehen. Allerdings ging es so weiter mit 0-1. Keine wirklichen Proteste bei Newcastle. Hier allerdings dann schon, denn es gab dann auch den Freistoß nach dem Foul bzw. dem Ziehen gegen Emre Can. Und das ist an sich eine sehr, sehr gute Position für Moussa Sissoko. Freistoßspray rausgeholt und Jan Mat rangeholt. Der Rechtsverteidiger, der Niederländische, gerade noch ungünstig gestanden beim Gegentor. Und hier mit dem wunderbaren Schuss 1-1 nach 31 gespielten Minuten. Klasse Schuss, das traut man dem eventuell gar nicht so zu. Aber der zeigt hier Goalgetter-Qualitäten. Wunderbare Variante, schnell gespielt, sogar in den Rücken von Jan Mat, der sich erstmal drehen muss, aber den Ball sofort klasse unter Kontrolle bekommt. Und der Abschluss ist dann unhaltbar für Victor Valdes. 1-1 für Newcastle. Das war auch verdient, denn sie setzten den Gegner früh unter Druck. Manchester kam überhaupt nicht zurecht mit der harten Gangart von Newcastle. Und die machten dementsprechend direkt weiter. Danach war allerdings erstmal Halbzeit. Es passierte großartig in chancentechnischer Hinsicht nicht mehr viel. In der zweiten Halbzeit allerdings sollte das Ganze weitergehen. Und zwar im Idealfall, zumindest aus Sicht von den mitgereisten Tunes, das heißt den Fans der Magpies, das heißt den Fans von Newcastle United, mit dem 2-1. Und im Idealfall vielleicht sogar durch Alexandre Pato, der ja gegen seinen ja potenziellen Arbeitgeber hier direkt mal in der Startelf stand, das erste Mal in seiner Premier League Karriere. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit und die begann besser für Newcastle, für Manchester United, als man erwarten konnte. Der Ball hier auf Nick Powell, das war der erste Abschluss seit dem 1-0 in der vierten Spielminute für Manchester. Das zeigt, wie gut Newcastle in der Offensive stand. Auch hier sieht man das. Wunderbar schnell nach vorne gespielt. Pato verliert dann zunächst einmal den Ball. Allerdings setzt er direkt wieder Memphis Depay unter Druck und forciert so im Endeffekt den Fehlpass auf Wijnaldum. Allerdings verstolpert er den Ball dann so ein bisschen und dementsprechend wird es aus dieser Situation zumindest nicht mehr sonderlich gefährlich. Trotzdem war Newcastle das bessere Team. 70 Minuten gespielt. Es gab wenige Chancen auf beiden Seiten, aber wenn dann auf Seiten von Newcastle, Pato mit der Flanke ein bisschen zu nah an den Keeper rangezogen. Aber die haben ja noch Sissoko und der kann es aus der Distanz. Gute Schusskraft. Ein bisschen zu hoch angesetzt, das Ding. Sonst wäre das richtig gefährlich geworden für den Spanier im Kasten von Manchester United. So blieb es weiterhin. Beim 1-1, 90. Minute. Nochmal eine Chance. Flanke von Jan Mat. Pato mit dem Kopf. Aber es sollte nicht sein zweites Kopfballtor im zweiten Spiel werden. Es gab immerhin nochmal den Eckball. Und auch da kann Newcastle natürlich die ganze reingebracht von Sissoko, Florentin Pogba kommt nicht wirklich ran. Eigentlich das Ganze noch heiß, denn Wijnaldum bringt das Ding nochmal in den 16er, beziehungsweise versucht es. Verliert hier zunächst den Ball außen gegen Wayne Rooney, holt sich den dann aber aus eigener Kraft zurück gegen Herrera im 16er. Der Pass auf Alexandre Pato, der verliert den erst, holt ihn sich nochmal wieder. Das ist Emre Can, nicht Alexandre Pato, der Schuss abgefälscht. Da ist Alexandre Pato, wird ein bisschen irritiert, allerdings nicht abgepfiffen und dementsprechend war das die letzte Aktion der Partie. Auch wenn sich auch hier Manchester wieder nicht befreien konnte, aber im Endeffekt der Ball zu Valdes und der schlägt ihn dann raus und es war die letzte Aktion der Partie. Newcastle, also mit dem überraschenden 1-1 beim Favoriten aus Manchester, schafft es im dritten Spiel den vierten Punkt zu holen und dementsprechend quasi einen kleinen Bonus zusammen auf den Weg ja, in die Europa League. Das ist die große Frage. MGT wollte auf keinen Fall irgendwelche falschen Erwartungen anbringen. Allerdings sagte er, wenn sie so weiterspielen wie die letzten beiden Spiele, dann ist gerade am Saisonanfang einiges drin, was die Punkte angeht und das kann im Endeffekt für den Klassenerhalt sehr wichtig sein, aber eventuell auch in die ganz andere Richtung gehen. Jan Mat rettet den Punkt für Newcastle United oder sollte man sagen, Depay rettet ihn für Manchester United. Wie auch immer man es sehen möchte, 1-1 zwischen Manchester und Newcastle United. Die beiden Uniteds trennen sich mit jeweils einem Punkt und stehen in der Tabelle relativ gut da, wenn nicht ideal. Aber das kann sich ja noch alles ändern. So, zweites Spiel in dieser Episode und beide Male nicht verloren. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Auch sehr wichtig für uns, 2 Spiele und 2 Tore. Das heißt, wir haben die ersten beiden Buden die Saison gemacht und dann noch ausgerechnet durch den Rechtsverteidiger, den wir gerade trainiert haben und ja im ersten Spiel durch unseren neuen Stürmer. Das ist sehr vielversprechend für die nächsten Episoden. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn ihr euch auch darauf freut. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was verbesserungswürdig ist, beziehungsweise was ihr mir noch vorschlagen würdet, was ich machen soll. Eventuell ich mir noch einen Jugendscout oder sowas. Hier lege ich auf jeden Fall erstmal geil. Bigi Rimana
an Deck and Red aus. Allgemein muss ich den Kader noch ein bisschen ausmisten, aber das werde ich bestimmt irgendwann tun. Wir haben noch ein paar Scout-Abschlussberichte, unter anderem zu Joshua King, der nicht so interessant ist, zu Alex Oxlade-Chamberlain, den ich mir nicht wiederholen werde, weil wir den letztes Jahr hatten, und zu Kurt Zuma, der auf jeden Fall interessant ist, aber einfach unrealistisch, weswegen auch der zunächst einmal nicht zu uns dazustoßen wird. Wir simulieren noch mal ein bisschen nach vorne und trotzdem verabschiede ich mich schon mal. Wir verkaufen nämlich einfach nur noch geil Biggie Rimana, nee, das ist wahrscheinlich Karl Darlow, ne? Ja, das ist Darlow, alles klar. Gut, ich verabschiede mich also, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Jetzt habe ich schon einen wunderschönen Tag gesagt. Egal, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.